Moin moin Freunde und willkommen zu einer neuen Staffel Heu. Bevor ich euch den Plan dieser Staffel erkläre, muss noch eine Sache gesagt werden. Ihr macht mich fertig. Eigentlich finde ich ja, dass Demokratie eine gute Sache ist. Im Fall der letzten Abstimmung muss ich allerdings sagen, dass sie nicht gerade von Vorteil war. Denn die Konsequenz, euch abstimmen zu lassen, welche Nation wir als nächstes zocken sollen, war, dass die Abstimmung in einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem Osmanischen Reich und der monarchistischen Sowjetunion endete. Nachdem über 400 Zuschauer abgestimmt hatten, fiel das Ergebnis mit einem Prozentpunkt mehr für Russland aus. Naja, wie dem auch sei. Kommen wir erstmal zu unserem ultimativen Plan zur Wiederbelebung der russischen Monarchie. Zuallererst müssen wir ganz nach rechts gehen und dort geschlagen, aber nicht besiegt abschließen. Dadurch sind wir in der Lage, ein Hauptquartier in Chita zu bauen und es als Wintercamp zu tarnen. Weil dort auch gerne mal Temperaturen von bis zu minus 30 Grad herrschen, können wir uns sicher sein, dass Stalin der Letzte ist, der uns da hinten am Arsch der Welt vermutet. Tja, Tarnung ist halt alles. Währenddessen müssen wir aber auch noch den Therapeuten für Stalin spielen. Denn wir müssen die Paranoia mindestens unter 90% behalten, damit der Typ nicht komplett wahnsinnig wird. Je nachdem, ob wir da nicht eh schon kurz vorm Abnippeln sind, haben wir noch rechts im Fokusbaum die Möglichkeit, die Kirche auf unsere Seite zu ziehen, um ein paar kleine Bonus zu bekommen. Denn Stalin gefällt es gar nicht, wenn seine Feinde sich auf einmal alle taufen lassen. Die logische Konsequenz ist natürlich, dass die kommunistische Partei dadurch an Beliebtheit verliert. Jetzt beginnt der Wettlauf gegen die Zeit. Denn wir werden die schwarze 100 Hofieren abschließen. Nun gilt es, so viele Gebiete wie möglich unter unsere Kontrolle zu bringen. Das Problem ist nur, dass die Paranoia Stalins pro Gebiet, das wir besetzen, um 5% steigt. Manche Gebiete sogar um bis zu 10. Dass der Bürgerkrieg also irgendwann von selbst ausbricht, ist nur eine Frage der Zeit. Weil dieses Spiel aber so genial ist, haben wir aber warum auch immer sowohl die Kontrolle über die Sowjetunion, als auch die Kontrolle über die russische Opposition. Das bedeutet, dass ich einfach mein Superbrain einsetzen werde und alle Fabriken, die wir bauen, im Gebiet des Bürgerkriegs Russland errichtet werden. Der letzte Schritt ist dann nur noch der Verkauf von dieser unnötigen Insel an Japan, damit wir von denen im Bürgerkrieg Unterstützung bekommen. Tada! Das Gefetze kann beginnen. Und jetzt viel Spaß bei der ersten Folge der neuen Staffel Hearts of Iron. Moin moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und einer neuen Staffel von Hearts of Iron 4 mit der Sowjetunion. Und zwar wollen wir die russische Monarchie wieder entfesseln. Ja, und wie machen wir das Ganze? Solltet ihr eigentlich im Intro gesehen haben, vielleicht hat da irgendwer von euch übersprungen, warum auch immer. Ich erkläre es nochmal kurz. Wir müssen jetzt machen, geschlagen, aber nicht besiegt. Es ist klar, dass die Kommunisten unser einst so stolzes Land auf einen gefährlichen Pfad geführt haben. Früher oder später werden die Länder an unseren Grenzen die Schwäche des Regimes spüren und zuschlagen. Wenn wir unser geliebtes Mutterland retten wollen, müssen wir den Kommunisten die Macht entreißen. So, dann kriegen wir startet den Prozess, der in der Sowjetunion im sowjetischen Bürgerkrieg zwischen den Kommunisten und der Opposition im Exil endet. Und wir kriegen politische Macht plus 25. Das machen wir erstmal. So, und dann erkläre ich gleich weiter. Wir machen jetzt erstmal die Forschung. Dann machen wir Produktion, Bauwesen und wir gehen, habe ich mir gedacht, Waffen und Ausrüstung. So. Gut, dann kommen wir jetzt zum Bau von Fabriken oder Infrastruktur oder was auch immer. Bauvorhaben. So. Ich habe mich natürlich vorher schon mal ein bisschen informiert. Wie läuft das Ganze ab? Ich glaube, ich habe das erst einmal gespielt, dass ich Russland zur Monarchie gemacht habe. Deswegen wollte ich noch mal ein bisschen sicher gehen. Habe aber nicht wirklich viel gezockt. Also ich habe es nur kurz ausprobiert. Wie das lief, erwähne ich mal lieber nicht. Gut. Aber was ich weiß, ich muss das ja auch immer vorher kurz proben, sage ich mal. Also kurz einmal anzocken, damit ich weiß, welchen Weg wir gehen und damit ich das Intro überhaupt schneiden kann. Genau, deswegen weiß ich, dass hier gleich eine Entscheidung kommen wird. Und diese Entscheidung kann uns, ja, macht es uns möglich, dass wir ein Hauptquartier gründen. Das Hauptquartier wird, ich weiß jetzt nicht wo genau, es wird auf jeden Fall irgendwo hier hinten sein. Und von da aus können wir uns ausbreiten, unseren Einfluss ausweiten und immer mehr Gebiete kontrollieren. Das geht aber damit einher, dass wir eine immer höhere Paranoia haben, die Stalin kriegt. Und die Paranoia kann dazu führen, wenn sie zu hoch ist, dass der Bürgerkrieg auf einmal ausbricht und wir wollten das noch gar nicht. Ne? Deswegen ist das auf jeden Fall sehr gefährlich. Deswegen vor dem Bürgerkrieg an sich habe ich gar nicht Angst. Ich habe eigentlich Schiss vor der Paranoia. Denn die Paranoia kann unseren ganzen Plan vereiteln. Deswegen würde ich jetzt aber auch sagen, wir bauen jetzt erstmal hier hinten.
Militärfabriken. Denn hier hinten, irgendwo wird das Hauptquartier sein, ich weiß nicht genau wo, aber es werden auf jeden Fall die Gebiete hier hinten sein, die wir uns erstmal, wo wir versuchen, unseren Einfluss auszuweiten. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Denn Stalin kann sich auch bemühen, dass er Gebiete unter seinen Einfluss kriegt. Und dann kann es sein, dass wir hier alles erobern, ne? Alles unter unserer Kontrolle haben. Wenn der Bürgerkrieg ausbricht, sind diese Gebiete auf unserer Seite. Und es kann auch sein, dass auf einmal, wir haben hier unten ein Gebiet vergessen oder haben es nicht frühzeitig gemacht, und dann hat auf einmal Stalin Vladivostok. Ne? Das kann passieren. Ich hatte es aber auch früher in der Vergangenheit mal, das weiß ich, noch genau, das ist mir genau im Gedächtnis geblieben, dass die Japaner mitten im Bürgerkrieg Vladivostok haben wollten, und dann haben die einfach gerechtfertigt. Deswegen kann es auch sein, dass ich das hier einfach weglasse. Ne? Da ist halt auch nicht viel. Aber da ist halt ein wichtiger Siegespunkt hier unten. Vladivostok, 15 Punkte. Gut, werden wir aber dann noch im Nachhinein mal sehen, wie ich das mache. Wir machen erstmal die Produktion fertig. Panzer schrauben wir mal zurück. Ich mache die jetzt nicht ganz raus. Dann brauchen wir Flugzeuge. Die sind hier unten. Das weiß ich sogar noch. So. Und da packen wir dann auch ein bisschen mehr Militärfabriken rein. So. Und so. Ja, machen wir so. Okay. Gut, dann haben wir noch, die Schiffe. Die lassen wir fertig bauen. Die können weg. Die können weg. Oh, die machen wir noch auf hier, so. So. Das macht nämlich keinen Sinn, wenn wir die jetzt löschen, obwohl die fast fertig gebaut sind. Wir lassen die einfach alle fertig bauen. Und dann machen wir Konvois, denn die Sowjetunion hat 50 Konvois. Wir brauchen 50 für Handel und Nachschub von 88. Ich glaube, wir brauchen 88 Stück, wenn ich das richtig verstehe. So, wir holen mal unsere ganzen Divisionen zusammen. Und das ist, meine ich, die größte Armee, die es gibt. Zu diesem Zeitpunkt auf der Welt. 1,13 Millionen. Ob es die beste ist, lässt sich drüber streiten. Zu dem Zeitpunkt. Ja, wobei, nein, ich glaube, dass es nämlich nicht die beste ist zu diesem Zeitpunkt. So, und jetzt fügen wir die hier zu. So. Und so. Perfekt. Okay. Dann schicken wir die an die Grenze zur Türkei, würde ich sagen. Denn die Türkei macht es ja gerne mal, dass sie die Meeresenge besetzen wollen. Hier Istanbul. Das demilitarisieren wollen. Und das wollen wir natürlich nicht. Und für den Fall der Fälle schicken wir was dahin. Genau wie nach Japan. Denn in Japan gibt es häufig mal einen Grenzkrieg. So. Geschwindigkeit 5. Ich mache schon mal los. Und wir handeln mit Siam. Und British Malaya. Ne, wisst ihr was? Wir handeln gar nicht mit Siam. Wir handeln mit British Malaya. Denn Siam könnte sein, dass sie sich später den Japanern anschließen. Ich weiß es nämlich nicht, welchen Weg die einschlagen. Denn wir spielen wie immer auf Non-Historical, weil es einfach spannender ist. Unvorhersehbar. Ansonsten wüsste ich, wenn wir Historical spielen, ja, ich muss mich auf die Deutschen gefasst machen, auf die Japaner am besten auch. Ansonsten müsste ich da nicht viel machen, ne? Deswegen machen wir es jetzt einfach so. Und sind mal gespannt. So, Josef Stalin besorgt wegen Fraktionalismus. Das lese ich jetzt nicht schon wieder alles vor. Wir kriegen jetzt einfach das Paranoia-System. So. Geschlagen, aber nicht besiegt, haben wir abgeschlossen. Und jetzt können wir das Hauptquartier machen. Jo, da hinten ist es. Dann weiß ich es doch noch richtig. Also, ich wusste ja, dass es irgendwo hier hinten ist. So. Sibirien ist traditionell ein sehr antistalinistisches und antibolschewistisches Gebiet. Die Region ist zwar unterentwickelt, sollte aber relativ leicht für unsere Sache zu gewinnen sein. Ja, wir kriegen jetzt Oppositionszelle in Chita etablieren und dadurch können wir die Loyalität dieses Staats gewinnen. Also der ist bei Ausbruch des Bürgerkriegs auf unserer Seite. Die Unterstützung für einen Aufstand im Volk erhöht sich damit um 1% und die Unterstützung für Opposition innerhalb der Streitkräfte erhöht sich um bis zu 2%. So, das machen wir. Und machen den nächsten Fokus. Wir können uns entweder für Artikel 124 entscheiden. Würde ich jetzt aber nicht machen. Wir kriegen, wenn wir diesen Weg gehen, halt mehr politische Macht auf Dauer. Ne? Und Kommunismus geht auch runter. Aber das ist mir einfach wichtiger. Denn hier sind jetzt Schwerpunkte, die wir machen können, die beim Ausbruch des zweiten russischen Bürgerkriegs, also bei unserem Bürgerkrieg, eintreffen. Also zum Beispiel die alte Garde zusammenführen. Dann kriegen wir
Neutralität plus 10%, ist jetzt nicht so heftig. Aber wir kriegen zum Beispiel hier, zweiter russischer Bürgerkrieg beginnt. Okay, doch. Rekrutiert motorisierte Jugend. Was? Jugendunion Infanterieeinheiten, die sich ihrer Seite anschließen, wenn der zweite russische Bürgerkrieg beginnt. Oder die alte Garde zusammenführen. Ne, das habe ich gerade schon vorgelesen. Ich bin gerade wieder lost. Wo ist es denn hier? Da fügt Infanterieausrüstung, Zusatzausrüstung und gezogene Artillerie hinzu. Bla bla bla. Hier kriegen wir auch noch coole Sachen. Könnt ihr gerne mal Stopp machen, wenn ihr euch gleich durchlesen wollt. Die meisten interessiert es wahrscheinlich aber gar nicht. Werden wir gleich sowieso noch drüber reden, ne? Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. So, wir kriegen jetzt hier Vereinigung der Exilanten. Politische Macht plus 75, politische Paranoia aber plus 10. Und, was steht da? Ermöglicht Interaktion mit ausländischen Mächten. Achso, genau. Erkläre ich euch gleich auch noch. Ist sehr viel Gelaber gerade von mir, ihr merkt's. Und wir haben hier die Möglichkeit, die politische Paranoia trotzdem runterzukriegen. Wir können nämlich zufriedenstellende Produktionsberichte erzwingen machen. Dann geht die politische Paranoia um 20% runter. So, das ist jetzt aber ist jetzt bei 4. Dementsprechend machen wir es erst, wenn die bei mindestens 20 ist. So, und hier oben steht das, vor dem ich Angst habe. Es ist von größter Bedeutung, dass wir uns für den Fall eines möglichen Bürgerkriegs so viel Unterstützung wie möglich sichern, sowohl in den Streitkräften als auch in der Bevölkerung. So, und vor dem, wo ich Angst vor habe, das ist hier unten, es besteht ein tägliches Risiko von 20%, dass Stalin einen Krieg beginnt, wenn die Paranoia über 90 liegt. Errichten Sie neue Zellen, um den Einfluss auf der Karte zu erweitern. Ja, und davor habe ich übel Schiss, denn das kann sehr schnell passieren. Die Paranoia steigt hier so extrem, dass wir sogar nachher keine Schwerpunkte machen werden, ab einem gewissen Punkt, damit wir politische Macht sammeln können, damit wir die Paranoia zurückschlagen können, also senken können. Und ja, hier seht ihr, dass wir gleich diese Gebiete, ne, Stück für Stück kriegen können. Und hier seht ihr auch, hier 5 politische Macht kostet das und es gibt uns 5 politische, politische Paranoia. Und bei größeren Gebieten von der Bevölkerung her, glaube ich sogar. Nee, stimmte gar nicht. Die Türkei reißt die Kontrolle an. Ja, okay, ich zeige euch das aber erstmal hier. Bei manchen Gebieten ist es so, dass es aber teurer ist. Das heißt, 15 politische Macht kostet das und kostet auch 15 politische Paranoia. Dementsprechend, ja, sollten wir die Gebiete vielleicht erstmal nicht machen, sondern erst am Ende, wenn wir uns sicher sind, gut, jetzt kann der Bürgerkrieg ausbrechen, wir versuchen uns jetzt noch neue Gebiete zu holen, dann könnten wir das machen. So, wir haben jetzt aber das nächste Problem. Die Türkei reißt die Kontrolle über den Bosporus an sich. Mustafa Kemal Atatürk hat erklärt, dass die türkischen Meeresengen nun vollständig unter die Kontrolle der Türkei fallen werden, womit die türkische Regierung nun jederzeit entscheiden kann, uns die Durchfahrt durch die Meerengen zu verbieten. Das ist absolut inakzeptabel. Die türkische Regierung hat also entschieden, sie haben das Recht, unsere Flotten im Schwarzen Meer festzusetzen, wann immer ihr der Sinn danach steht und sie es für sie politisch gewinnbringend hält. So, wir mobilisieren die Streitkräfte, ist klar. Und was ganz wichtig ist, dass Deutschland in einem Bürgerkrieg ist. Das nimmt uns gerade so die Last ab. Sowas von. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Okay. So. Okay, es gibt einen Kompromiss. Bringt uns halt nichts. Die Türkei hat das trotzdem jetzt demilitarisiert. Wir können unsere Schiffe, glaube ich, trotzdem nicht rausholen. Oh, doch, geht. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, holen wir mal unsere Marine zusammen. So. Und dann weiß ich nicht, ob wir die vielleicht sogar nach Japan schicken. Weil Deutschland ist jetzt auf jeden Fall nicht mein Gegner. Ich weiß gar nicht, wenn die demokratisch werden, dann haben die, glaube ich, ganz schön, also können die ganz schön aggressiv gegen Deutschland werden, gegen Russland werden, die Sowjetunion werden, aber wir sind ja dann die russische Monarchie. Und daher, wir schicken sie einfach mal nach Japan, wenn es überhaupt geht. Okay, es geht. Perfekt. Wir haben eine Marine von 34.000. Schon mal gut. Das ist schon mal sehr gut. Und die Paranoia ist bei 30. So, jetzt senken wir sie. Und jetzt machen wir einen von diesen Schwerpunkten. Denn wir müssen die schwarzen 100 hofieren machen, damit wir diese Gebiete hier ausweiten können. Das müssen wir so schnell wie möglich machen. Deswegen machen wir erstmal nur einen. Genau. Und jetzt sehen wir hier zum Beispiel, wenn der Bürgerkrieg ausbricht, kriegen wir wöchentliche Mannstärke plus 1500 und Stabilität plus 10. Wir kriegen dafür jetzt aber schon Faschismus plus 5 und Veränderung der Beliebtheit hinsichtlich nicht angeglichen 10. Und hier gibt es halt 15 Faschismus und 10 Neutralität. Deswegen nehmen wir das. Egal, auch wenn Faschismus mehr sein wird,
Hauptsache der Kommunismus wird weniger. So, und hier haben wir jetzt die Unterstützung, die ich erwähnt hatte. Und zwar können wir von Japan und Deutschland Unterstützung verlangen. Und das ist nicht so nice manchmal, weil wir zum Beispiel Japan Vladivostok anbieten. Das japanische Militär war schon immer brennend an Vladivostok interessiert. Sie sind daher sicher bereit, uns mit einem Expeditionstrupp zu helfen, wenn wir ihnen anbieten, das Gebiet bald besitzen zu dürfen. Die kriegen dann Vladivostok und die Paranoia steigt aber um 20% Wahrscheinlichkeit, bei 20%, dass sie um 5 steigt, Wahrscheinlichkeit 60%, dass sie um 10 steigt und Wahrscheinlichkeit nochmal 20%, dass sie um 20 steigt. Das ist echt heftig, deswegen machen wir das erst, wenn wir genügend Gebiete haben. Vladivostok würde ich denen aber ehrlich eigentlich nicht gerne geben, weil Vladivostok hat 15 Siegespunkte. Das ist schon heftig. Deswegen vielleicht Sachalin, weil Sachalin hier ist halt gar nichts. Ne? Nicht mal zu 100.000 Menschen leben da, schlecht ausgebaut, keine Ressourcen, gar nichts. Ist sowieso in jedem Krieg einfach immer übel nervig, wenn man mit Japan im Krieg ist. Und hier können wir einmal die Ölrechte von Baku an Deutschland abtreten. Und das... ja, ist selbstsprechend, wer das macht, ist entweder komplett verloren oder hat das vielleicht aus Versehen gemacht, weil hier sind 118 Öl. 118 Öl bei 2 Infrastruktur. Das heißt, wenn wir das, machen es mal, wenn wir das voll ausbauen, haben wir nochmal plus 42. Also, nee, wirklich nicht. Was kriegen wir dafür? Für seine eigene Militarisierung, wenn wir ihn für die Zeit nach dem Krieg... ja, die werden uns auf jeden Fall helfen dann, ne? Das würden sie auch auf jeden Fall machen, denke ich. Wir wollen das aber nicht. So, wir machen jetzt die schwarze 100 hofieren. Und dann geht's los. Die Sowjetunion erkennt Jugoslawien. Nee, andersrum. Ich glaube, Jugoslawien erkennt die Sowjetunion an. So. Politische Macht könnten wir nutzen, um die Teilmobilmachung zu starten. Machen wir jetzt aber nicht. Denn wir brauchen die politische Macht. Glaub mir, die brauchen wir noch. Und wie wir die brauchen. So, wir kriegen jetzt zwar noch politische Macht gleich dazu, aber wir brauchen die politische Macht trotzdem, das wird sonst noch eskalieren. So viel kann ich euch sagen. Genau, die Paranoia ist jetzt schon wieder so hoch, dass hier rein theoretisch sogar ein paar gesäubert werden könnten. Das heißt, wir könnten Kommandanten verlieren. Wenn die Paranoia zu hoch steigt, wir das Ganze mit dem Bürgerkrieg zu weit hinauszögern, dann wird das auf Kosten der Generäle, politischen Berater gehen. Und dann haben wir später weniger politische Berater oder Generäle. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das so ist, weil wir haben ja als, wir sind ja dann eigentlich ein anderes Russland, eine andere Sowjetunion, nämlich eine monarchistische. Und rein theoretisch müsste es ja eigentlich so sein, dass wir auch andere Berater dann haben, beziehungsweise die Berater der Sowjetunion dann sowieso ausgegraut sind. Deswegen, ich weiß es nicht, aber vielleicht ist das mit den Generälen irgendwie so, ich weiß es nicht. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, die Gegenrevolution zu beenden. Damit haben wir eine 40%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Paranoia um 10% sinkt, 50%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie um 20% sinkt und eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass sie sogar um 30% sinkt. Das heißt, wir machen das jetzt einfach. Es kostet 75 politische Macht und wir können jetzt die Gebiete reinholen. Ne? Wir starten mal hier. So, da haben wir direkt 5% Paranoia drauf gekriegt. Und genau, wir sollten nicht vergessen, vielleicht doch noch wirklich einen Fokus zu machen. Politische Macht. Nehmen wir das. Dann kriegen wir noch politische Macht. Das brauchen wir immer. So. Okay. Wenn das fertig ist, breiten wir uns erstmal nach oben aus. Wenn wir da alles haben, breiten wir uns nach links aus. Würde ich sagen. So. Jetzt ist das ready. Und wir haben 20% weg. Oder waren es 30? Ich weiß es gerade echt nicht. Auf jeden Fall war es viel. So, jetzt haben wir schon mal ein bisschen mehr. Wir sehen ja dann hier auch immer, wie viel... Oh, das backt immer ein bisschen rum, man muss dafür Pause machen. Armeeunterstützung 11, Marine auch 11, Luftwaffe auch 11 und das Volk unterstützt uns zu 2%. Das ist nicht gerade viel. Aber man kann auch über alles meckern, ne? Deswegen, ich bin schon ganz zufrieden damit. Wenn das jetzt schnell vorangeht. 2% wäre natürlich echt wenig. So, äthiopische Kommunisten bitten um Hilfe. Die kommunistische Führung von Demokratischer Republik Äthiopien hat uns um Unterstützung... Nee, brauche ich gar nicht weiterlesen. Wir haben kein Interesse an dieser kolonialen Verstrickung in Afrika. Ja, oder?
Oder? Vielleicht werden die unsere Marionette danach. Machen's mal. Deutsch-Sowjetischer Vertrag. Trotz zuvor harscher Rhetorik gegen das Volk und die ideologische Führung von der Sowjetunion haben uns August von Mackensen und Deutschland nun die Hand gereicht und um ein beidseitiges Forschungsabkommen gebeten. Obwohl der Wissensaustausch vorteilhaft für unsere eigenen Bemühungen zur Entwicklung neuer Panzer wäre und wohl auch zukünftige Forschungsvorteile böte, besteht in Anbetracht früherer Aussagen kaum Zweifel daran, dass die Deutschen dies nur aus eigenem Interesse tun. Sollten wir mit dem Abkommen fortfahren, obwohl wir damit riskieren, die Ambition von August von Mackensen damit zu unterstützen? Ja, die Kapitalisten sind für beide Parteien eine schlimmere Bedrohung. Das nehmen wir. Wir brauchen auf jeden Fall Forschungsboni. Die nehmen wir auf jeden Fall. Genau. So, und jetzt könnten wir hier... was nehmen wir denn mal? Nehmen wir das? Ich überlege gerade sogar, ob wir das hier machen sollen. Wir machen das jetzt auch. Komm, dann geht der Kommunismus runter. Komplett egal, wir machen das einfach. So, jetzt können wir dem Armeeoffizier etwas anhängen. Würde ich generell aber nicht machen. Ich würde immer auf Admiral gehen, weil ganz im Ernst, wir brauchen eine russische Marine. Juckt keinen. Und jetzt kriegen wir Anti-Sabotage-Kampagne. Das müsste Stalin gerade gemacht haben. Ja, politische Paranoia, minus 20%. Da kriegen wir 365 Tage halt eine Mali. Ne? Ist nicht so schlimm. Luftwaffe, gut, ist mir wichtiger als Marine auf jeden Fall. Aber der Bürgerkrieg ist mir wichtiger. Und meine Armee, mein Heer meine ich, auf jeden Fall auch. So. Gut. Das läuft doch schon mal tipptopp, würde ich sagen. Wir haben auch nicht viel, noch nicht viel gemacht, ne? Deswegen, also. So, hier oben ist auch noch eine Insel. Können wir uns, glaube ich, auch nehmen gleich, wenn wir das hier haben. Bringt uns aber nichts. Also, ist komplett unrelevant. Ja. 23% politische Paranoia, es geht voll klar. Hier kriegen wir politische Macht plus 75 und Kommunismus minus 10%. Das ist sehr interessant. So, das machen wir jetzt auch direkt mal. Die Demokratische Volksrepublik... Ja, Jemen steht hier wieder, aber das ist Äthiopien. Keine Ahnung, was in der Übersetzung falsch gegangen ist. Die wollen auf jeden Fall Waffen. Und... Ja, komm, wir helfen denen. Wir helfen denen. Erster Moskauer Prozess. Yo, nice. Okay. Dann wurde gerade jemand weggeschickt nach Sibirien. Ganz freundlich gebeten. Wir machen hier weiter. Und ich würde sagen, Leute, ich habe richtig, richtig Bock auf das Let's Play. Ich bin richtig gespannt, wie das hier ausgeht. Deutschland ist schon mal auf dem Weg, ne, für uns, ja, oder zumindest nicht gegen uns zu sein. Ne? Aber Japan ist uns noch ein Dorn im Auge. Deswegen werden wir uns Vladivostok vielleicht auch gar nicht holen. Ich bin mir noch nicht sicher. Können wir mit den Beziehungen verbessern. Vielleicht sind sie dann nicht so aggressive. Ne? Ich weiß noch nicht. Ich würde aber sagen, wenn euch die Folge gefallen hat und das Let's Play euch gefällt, dann zeigt mir das gerne mit einer positiven Bewertung, einem Kommentar oder einem Abo. Und ansonsten sehen wir uns ganz einfach jedes Mal in der nächsten Folge. Die kommt nämlich direkt morgen raus. Täglich, wie immer. Genau. Bis dahin. Ciao.